So, wie funktioniert denn jetzt Digitalisierung in Unternehmen? Also wie könnte man das jetzt, wo startet man eigentlich und wie könnte so ein Verlauf aussehen? Und ich habe mal das Modell mitgebracht, vielleicht, was vielleicht der ein oder andere kennt, die vier Phasen des Lernens. Wer hat das schon mal gesehen? Also wer hat schon mal die Begriffe unbewusste Inkompetenz, bewusste Inkompetenz und so weiter gehört? Nicken da? Okay, also irgendwie schon mal präsent. So, und ich habe das jetzt mal adaptiert auf das Thema digitales Lernen und digitale Kompetenz oder digitale Inkompetenz, die wir sehen in Unternehmen und mal versucht, die Dinge, die dort passieren oder die wir sehen und erfahren, in dieses Modell einzuordnen, um einfach mal einen Eindruck zu vermitteln, wie sowas vonstatten gehen kann. Diese einzelnen Bereiche, in denen ich mich als Mitarbeiter, als Organisation befinden kann, ne, also ich habe eine unbewusste digitale Inkompetenz, heißt, ich weiß gar nicht, was überhaupt am Markt, also was überhaupt geht mit digitalisierten Tools und Abläufen und Prozessen. Also kann ich mir auch gar nicht vorstellen, welchen besseren und schnelleren Prozess ich dadurch abbilden könnte. Kann ich einfach nicht wissen, weil ich mich noch nie damit beschäftigt habe, noch nie was gesehen habe. Also befinde ich mich hier. Der Zustand ist durch eine große Zufriedenheit erstmal gekennzeichnet, weil ich in dem Zustand sage, es funktioniert ja alles so, wie es ist. Also ich muss ja nichts verändern, weil es läuft ja schon seit 10, 20 Jahren so. Passt also. Kritischer wird es dann hier in dem Bereich, wenn ich bewusst darüber bin, dass ich eine Inkompetenz habe, also dass mir irgendwas fehlt, dass ich etwas besser machen könnte, weil die technologischen Möglichkeiten da sind oder weil ich das woanders gesehen habe, ich aber dann nicht in der Lage bin, das machen zu können. Wir haben auch häufig das Beispiel, dass wir Tools einführen und sehen, dass ein Teil der Mitarbeiter sehr gut mit den neuen Technologien klarkommt und ein anderer Teil total ablehnend reagiert, weil die natürlich in eine Unsicherheit kommen. Was ist das auf einmal für ein Tool? Was kann ich damit machen? Wie funktioniert das überhaupt? Muss ich jetzt was Neues lernen? Die geraten in Unsicherheit und das kann sogar in Widerstand sich umwandeln, dass sie sich weigern, mit diesen Technologien zu arbeiten. Das sehen wir häufig. Wenn man es aber irgendwann schafft, in eine Kompetenz zu kommen, die bewusst ist, die ich erlernen kann, vielleicht auch durch ein Training, durch eine Schulung oder mir abschaue von anderen, dann gewinne ich Vertrauen damit. Und das, also der finale Zustand, der idealerweise erreicht wird, ist eine Sicherheit und eine unbewusste Kompetenz in der Nutzung dieser Technologien. Das macht jeder, also meine Tochter mit 12 Jahren macht das auch schon, aber es machen Jugendliche und die Digital Natives ganz intuitiv. Die denken nicht darüber nach, okay, ich habe jetzt hier eine App, eine Zing-App und dann kann ich hier Bluetooth und so. Und okay, da muss ich aber erstmal das Tutorial anschauen. Machen die nicht, ne? Die klicken einfach drauf, zack, die wissen das. Und die sind sich aber gar nicht bewusst über diese Kompetenz. Die machen es einfach, weil die haben es so gelernt, die sind damit aufgewachsen. Und das ist natürlich ein idealer Zustand, wenn ich Mitarbeiter und das Unternehmen in dem Bereich habe, wo das ganz intuitiv funktioniert. Bin ich mal gespannt, wie das bei euch auch aussieht, ob alle so intuitiv und kompetent mit diesen Technologien umgehen oder ob es da vielleicht auch einen Wandel und einen Prozess und ein Erlernen erst gab. So, jetzt ist ja die spannende Frage, wie komme ich jetzt durch diesen Verlauf? Viele unserer Kunden und Unternehmen fangen hier an, die sind in dem Bereich. Da hat mal einer was gehört davon und versucht das Thema irgendwie zu treiben. Der Geschäftsführer sagt, ja, wir müssen das jetzt machen, aber ich weiß gar nicht, wie ich die Mitarbeiter abholen soll. Deswegen ist die Frage, wie bringe ich jetzt die Leute, vielleicht auch durch eine Unsicherheit erstmal, eine Phase und eine Zeit der Unsicherheit, irgendwann dahin, dass sie diesen Technologien vertrauen und diese wirklich ganz selbstverständlich nutzen. Und da gibt es die diversen Übergänge. Der erste Übergang wäre der hier. Der wäre natürlich schön, wenn ich gleich von dem in den anderen Zustand komme und sage, ich lerne einfach unbewusst. Ich gucke mir das einfach an. Ich sehe einfach, ein Kollege macht das und ich lerne von dem. Ich gucke mir das einfach ab. Das wäre ein Idealzustand, der am wenigsten Aufwand wahrscheinlich verursacht, aber der wird vermutlich nicht stattfinden, weil wo soll dieser Part herkommen, von dem ich unbewusst lernen kann im Unternehmen. Ich bewege mich ja in meinem Kontext, in meinem Umfeld, was schon so etabliert ist und gegeben ist. Da sind ja nicht auf einmal die neuen Eindrücke da, die ich gewinnen kann und auf einmal unbewusst lernen und auf einmal werde ich total zum Digital Native, obwohl ich schon, weiß ich nicht, im Prozess immer per Papier gemacht habe. So, ne? Das wird schwierig. Das nächste ist den Zustand, also von ich komme aus einer Zufriedenheit in die Unsicherheit, kann funktionieren über eine Analyse, die ich mache im Unternehmen. Und eine Sensibilisierung. Also ich informiere die Leute erstmal darüber, dass da was Neues kommt, dass es da was Neues gibt. Eine Kommunikation vielleicht machen, vielleicht auch über die Führungskräfte, über den Geschäftsführer. Und ich kann mir anschauen über eine Analyse, wo stehen wir denn eigentlich und wo könnte uns so ein Weg eigentlich hinbringen. Das Weitere ist dann, ich gehe in die Umsetzung, in die Befähigung. Also ich muss mal so ein Tool einführen, ich muss vielleicht einen Prozess anpassen, ich muss vielleicht einen Prozess digitalisieren.
Und ich muss auch die Leute dazu befähigen. Also vielleicht ist es eine Schulung auf einem ganz klassischen Weg. Vielleicht sind es aber auch Online-Tutorials und irgendwelche How-Tos, die ich anbieten kann. Oder vielleicht so ein Multiplikatorenkonzept, dass ich Leute habe, die anderen das weitererzählen. Gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und die vierte Möglichkeit, dann hier in den Zustand zu kommen, ist die Begleitung und das Coaching. Also ich habe die Leute befähigt, ich habe die Tools da und jetzt versuche ich die nur noch über Begleitung und Coaching in die entsprechende Sicherheit zu bringen. Was dauert. Also das hier hinten, das hat man vielleicht noch relativ schnell hinbekommen, weil man es einfach initiieren kann und dahinter einen Projektplan setzt und dann bin ich hier. Aber dann das wirklich hinten Richtung Vertrauen und das Ganze zu etablieren im Unternehmen, das wird durchaus auch eine Zeit dauern. Was machen wir in den Bereichen, wenn wir in diesen Phasen bei unseren Unternehmen sind? Phase 1 sind Beispiele dafür, was man machen kann. Also 1 wäre so ein Vision- und Wofür-Workshop. Warum mache ich das eigentlich? Wo soll es mich hinbringen? Wofür will ich eigentlich diese Verbesserung, diese Digitalisierung haben? Dann sowas wie eine Digitalstrategie kann ich entwickeln, wo ich mir ganz genau Anwendungsfälle, Prozesse anschaue, Barrieren im Unternehmen anschaue und wichtig auch die Führungskräfte in dem Thema mitnehmen. Also wenn sie die nicht mitnehmen, dann werden sie immer Widerstand haben und ein Mitarbeiter wird nicht irgendwas von alleine machen, wenn nicht sein Chef, wenn das Unternehmen noch sehr hierarchisch auch aufgebaut ist, einfach anfangen, diese Dinge zu adaptieren und in der Praxis anzuwenden. Nur wenn der Chef sagt und das auch als Vorbild vorlebt, wird das funktionieren. Deswegen ganz wichtig am Anfang und je höher, desto besser. Also haben Sie einen Sponsor auf ganz oberster Ebene, sind die Erfolgswahrscheinlichkeiten schon mal höher. Das nächste ist in dem Bereich Anforderungen aufnehmen, Anwendungsfälle anschauen und Mehrwerte identifizieren, also die Value Proposition, genau zu schauen, okay, ich habe ein Problem, ich habe einen Anwendungsfall, was ist der tatsächliche Mehrwert, den ich darüber realisieren kann? Dann Technologiekonzept, ich muss mir auch mal Gedanken machen, wie sieht meine zukünftige IT-Strategie, mein digitaler Arbeitsplatz aus und sich auch schon in dem Schritt Gedanken zu machen, wie führe ich das Ganze auch ein, wie sieht mein Change Management dazu aus? Nicht nur, oder sehen wir leider auch noch, weil wir häufig nicht die Möglichkeit haben oder die Kunden nicht bereit sind, sofort diesen Change auch anzustoßen, dass wir erstmal ein Tool einführen, dann ist es da und dann so, ja okay, was machen wir jetzt damit? Wie kriegen wir das jetzt eigentlich mal richtig in die Nutzung? So, die Leute, ja, die lesen zwar da drin, aber so wirklich intensiv mit arbeiten tun sie nicht. Deswegen wichtig, möglichst früh damit zu starten, auch sich zu überlegen, wie ich diese ganzen neuen Technologien und diese Veränderung auch im Unternehmen etabliere. Phase 3, Toolset und Skillset. Also ich habe die Tools etabliert und ich habe die Menschen befähigt über Trainings, über Schulungen, über diverse Anleitungen. Ich mache das Thema Kommunikation und das eigentliche Einführungsprojekt. Also irgendwann geht es dann auch mal los. Und ich führe, und ich habe es jetzt erstmal so zusammen als einen Begriff dargestellt, Organisationsentwicklung. Ich führe Maßnahmen durch, um die Organisation an sich zu entwickeln. Also ich hinterfrage auch vielleicht gewisse Dinge. Muss ich noch so hierarchisch in diesem Team oder in diesen Bereichsstrukturen arbeiten? Muss das immer über die Führungskraft laufen oder kann das nicht auch ein Mitarbeiter entscheiden und solche Dinge? Und dann Phase 4, das Thema Change Coaching, also nur eine Begleitung im Sinne eines Coaches in der Veränderung. Dann wiederum, wenn die Veränderung stattfindet, eine Reflexion und weitere Impulse auch senden. Und das Thema Leadership, also Vorleben, Role Model zu haben von Führungskräften oder von anerkannten Persönlichkeiten im Unternehmen, die nicht mehr im Sinne einer klassischen Führungskraft denken, traditionell top-down, ich gebe den Auftrag, der muss es erledigen, ich kontrolliere es, sondern eher als Vorbild wirken und die Leute mitziehen, begeistern und auch diese Rolle neu leben in dem Kontext. Diese neuen technologischen Möglichkeiten der Digitalisierung geben uns alle Möglichkeiten mit. Und die Frage ist nur, wie kriegt man die genutzt? Also wie sind die Unternehmen und die Organisationen in der Lage, solche Technologien auch gewinnbringend, und darum geht es ja in einem wirtschaftlichen Unternehmen, am Ende auch Gewinn zu machen, einzusetzen. Und wer sich dem nicht bewusst wird, welche Fähigkeiten, welche Möglichkeiten dort bestehen, der wird nie das ganze Potenzial ausschöpfen. Also Dinge, die für uns vielleicht oder für Sie vielleicht so ganz intuitiv bedienbar und nutzbar sind, sind für viele andere noch irgendwie total schwer begreifbar. Und wenn Sie es nicht schaffen, wirklich alle mitzunehmen, dann wird es immer irgendwie eine Trennung geben, auch von Leuten, die sich weigern, das zu nutzen und von Leuten, die da total weit sind schon. Ist die Frage, ob das irgendwann dann einfach durch Herauswachsen, also die Mitarbeiter verlassen das Unternehmen irgendwann oder es verändert sich, ich kriege junge Leute dazu, funktioniert. Oder es können auch junge Leute sein, die sich weigern in dem Fall. Damit muss man dann umgehen und entweder kriegt man die motiviert, auch diesen Wandel mitzumachen oder im Zweifel muss es auch heißen, dass man sich vielleicht von jemandem trennen muss.
Das soweit dieses Modell, wie digitales Lernen aus unserer Sicht funktioniert und wie auch so ein Wandlungsprozess in einem Unternehmen funktionieren kann. Und vielleicht ein Eindruck davon, wie so ein Wandel und bewusst auch auf ein mittelständisches Unternehmen bezogen, weil wir häufig diese Möglichkeiten auch in Unternehmen bis 1000 Mitarbeitern durchführen, stattfinden und die funktionieren. Das erstmal soweit. Dann nochmal zentrale Kernaussagen am Ende, die Sie einfach jetzt mitnehmen können. Erster wäre, verabschieden Sie sich von Mythen der Digitalisierung. Nehmen Sie nicht alles für bare Münze, sondern hinterfragen Sie die Dinge durchaus, wenn da Digitalisierung wieder in irgendeinem Blogbeitrag oder in irgendeinem Social-Media-Beitrag aufpoppt. Das Zing durchaus auch eine Plattform, wo sowas häufig stattfindet im Stream, durchaus hinterfragen. Dann werden Sie sich bewusst über die eigentlichen Potenziale, die dahinter stecken, mit den Möglichkeiten der Digitalisierung, nicht nur technologisch, sondern auch organisatorisch. Und starten Sie den Lernprozess. Also fangen Sie irgendwann hier unten an. Seien Sie sich bewusst darüber, dass Sie in dem Zustand sind aktuell und starten Sie diesen Prozess und überlegen, welche Schritte sind notwendig, um die nächste Phase anzustoßen oder in diesen nächsten Übergang zu kommen. Dann, ja, es geht jetzt nicht, gut, ohne Internet, hätte ich noch was ganz kurz zu uns gesagt, wer wir sind, ReExperts Network GmbH und all das, was Sie gesehen haben, sind die Themen, die wir in die Unternehmen bringen, wo wir Unternehmen begleiten, mit dem Ziel eben, Unternehmen besser zu machen und die Potenziale in Unternehmen zu heben, zu ermöglichen mit diesen Technologien. Vielen Dank. Fragen, Anmerkungen? Applaus